Die Deutsche Bahn steht eigentlich immer im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Jeder und jede von uns hat eine Geschichte parat und auch eine Meinung selbstverständlich. Dabei bewegt die Deutsche Bahn nicht nur die Gemüter, sondern jährlich bis zu 150 Millionen Passagiere. Und das sogar mit Ökostrom. Die DB Netz AG, das ist eine Tochter der Deutschen Bahn, beschäftigt 47.000 Mitarbeitende. Die sind dafür verantwortlich, die über 33.000 Streckenkilometer mit 25.000 Brücken und 700 Tunneln zu warten und weiterzuentwickeln. Und einen dieser Jobs werde ich heute etwas besser kennenlernen, und zwar gemeinsam mit Heike und Martin, die mich mitnehmen durch ihren Berufsalltag. Ich heiße Heike, ich bin 38 Jahre alt und seit 11 Jahren bei der Deutschen Bahn AG in verschiedenen Tochterunternehmen tätig. Aktuell verantworte ich das Anlagen- und Instandhaltungsmanagement für die Region Süd. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit 2600 engagierten Kolleginnen. Das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt. Was genau muss ich mir darunter vorstellen? Wie sieht so ein ganz klassischer Einsatz, ein ganz klassischer Tag von dir aus? Das Spannende in meiner Organisation und meiner Aufgabe ist tatsächlich, dass es keinen Standardtag gibt. Jeder Tag ist anders. Die Themen sind sehr vielfältig, aber auch sehr tief teilweise. Wenn wir besonders schwere Wetterlagen haben, das heißt, eine Gefahr besteht, dass keine Züge mehr fahren für unsere Kunden, dann leite ich mit meinem Kollegen, der den Betrieb verantwortet, auch den Krisenstab. Das bedeutet tatsächlich auch, dass Nachteinsätze oder Wochenendeinsätze notwendig sind, aber das passiert zum Glück sehr selten. Klingt wahnsinnig spannend und ganz schön herausfordernd auch, ne? Ja, ist es auch tatsächlich. Ja, und es ist halt nicht nur so ein klassischer Bürojob, ne? Genau, ich muss verstehen, wie eine Baustelle funktioniert, ich muss die Probleme verstehen und die Herausforderungen. Mein besonderes Augenmerk liegt natürlich auf dem Thema Vielfalt und Diversity. Vielleicht magst du mich da mal so ein bisschen abholen. Bei der DB Netz gibt es von mir tatsächlich 7 Regionen und wir sind zu zweit als Frauen. Meine Kollegin in der Mitte und ich im Süden. In Summe sind wir 12,8% Frauen im Ressort Anlagen- und Instandhaltungsmanagement. Und wir wollen aber auf 30% Frauenanteil kommen, und zwar bis 2024. Und zusätzlich wollen wir natürlich nicht nur den Frauenanteil in Führung erhöhen. Das macht ja auch keinen Sinn. Wir brauchen ja auch die Frauen, die sich die von unten hochkommen, ja, sozusagen, und in die Führung kommen. Deswegen ist unser Ziel, den Frauenanteil gesamtheitlich zu steigern. Also ihr habt euch ja sicherlich einen Maßnahmenpaketkatalog vorgenommen. Und von wem kommt das? Kommt das von ganz oben? Wird das gemeinsam entwickelt? Und wie verhält sich der Vorstand auch in der Situation? Ja, es ist tatsächlich so, es ist kein Werbeversprechen bei der Deutschen Bahn. Das kann ich aus eigener Anschauung tatsächlich bestätigen. Die Führungsspitze geht mit, die Vorstände gehen mit, und auch Bereichsleiter oder Leiter größerer Geschäftseinheiten sehen das Thema ganz klar als Prio 1-Thema. Und es gibt auch verschiedene Aktionen innerhalb der DB Netz, die wir gestartet haben, beispielsweise ein Frauen-Mentoring-Programm. Ich selbst habe ein Frauen-Netzwerk gegründet. Thema Arbeitszeiten ist für mich nicht unbedingt mein Lieblingsthema, weil ich nicht finde, dass es unbedingt ein Frauenthema ist. Aber es ist natürlich so, wir müssen der Realität ins Auge schauen, dass das Thema natürlich noch häufig bei uns Frauen aufgehangen ist, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Da ist der Konzern tatsächlich sehr offen. Wir haben unglaublich viele Berufsbilder, ca. 500 Berufe, die man in der Deutschen Bahn AG lernen und ausüben kann. Und aus den Berufen geben sich natürlich verschiedene Anforderungen, aber der Arbeitgeber ist sehr familienfreundlich, sodass er Teilzeitmodelle, auch Führung in Teilzeit praktiziert und nicht nur aufs Werbeplakat schreibt. Lass uns nochmal so zum Fachlichen zurückkommen. So, wenn wir über das Thema Skillset sprechen, das du für diese Position brauchst, beziehungsweise das deine potenzielle Kollegin irgendwann mitbringen sollte, was würdest du da als richtig wichtig bezeichnen? Führungskräfte, die bei uns starten, sollten tatsächlich Interesse am Produkt, nämlich der Zugfahrt, mitbringen, Interesse an Menschen, und sie sollten ihre Komfortzone verlassen wollen. Das regelmäßig, spätestens wenn dann wieder ein Baum umgefallen ist, ne? So ist das. Und der Einsatz ist. So. Genau. Und das möchte ich mir jetzt natürlich auch ganz genau einmal anschauen. Wir treffen uns gleich mit Martin. Martin ist Kollege von Heike aus Heikes Team, und der wird uns nochmal einen Eindruck geben, wie es so auf einem Rangierbahnhof aussieht. Ja, ich bin Martin, 45 Jahre, Bauingenieur, bin Leiter Anlagen- und Instandhaltungsmanagement. Und mein Team und ich, wir sorgen dafür, dass wir Menschen und Güter in Bayern zuverlässig und sicher ans Ziel bringen.
indem wir unsere Anlagen, das sind Gleise, Weichen, Stellwerke, Brücken etc., jederzeit top in Schuss halten. Und so jemand wie mich gibt es 34 Mal von der Nordseeküste bis zu den Alpen. Jetzt sind wir hier in einer Werkstatt. Wo genau befinden wir uns hier und warum in einer Werkstatt? Also wir sind hier am Rangierbahnhof München Nord. Der Rangierbahnhof, der dient dazu, dass man Züge teilt und also zerlegt und wieder zusammenstellt für den Güterverkehr Richtung Österreich und Italien. Und in dieser Werkstatt, wo wir uns hier befinden, werden Teile produziert und instand gehalten für die Rangiertechnik. Ich habe gehört von der Heike, wir hatten uns vorhin schon ausgetauscht, dass ihr wächst. Es gibt die Strategie starke Schiene und unter der steht auch, dass ihr 100.000 KollegInnen in den nächsten Jahren einstellen wollt, um eure Ziele zu erreichen. Aus deiner Sicht, was denkst du, wer passt zu euch? Du passt zu uns, wenn du eine Macherin bist, weil Machen Spaß macht. Wenn du eine Bandleaderin bist und das Beste aus deiner Band herausholst. Wenn du Spaß an vielfältigen technischen Themen hast. Und wenn du Bestehendes hinterfragst und den Mut hast, die unnötigen Dinge zu beenden. Den Mut, Unnötiges zu beenden, das finde ich ganz klasse und auch Bestehendes zu hinterfragen, weil es geht ja auch darum, besser zu werden, über sich selbst hinauszuwachsen als Unternehmen, genauso wie als Individualperson, einfach so als Mensch. Deshalb auch die Frage an dich, du mit dem sperrigen Titel, was kann denn aus dir noch werden im Konzern? Der lange Titel, der sagt ja, denn da ist das Wörtchen Anlagen und Instandhaltung drin. Und in so einer Rolle wie unserer ist schon breites Wissen gefragt, da sind Teamplayer gefragt und wenn man das gemacht hat und auch in einer verantwortungsvollen Position gemacht hat, dann glaube ich, stehen bei uns im Unternehmen alle Türen offen. Vor allem unter dem Hintergrund, dass wir massiv in Infrastrukturausbau und Erneuerung investieren, weil wir sind ein Rückgrat hier auch für Deutschland, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Das heißt, wir suchen Fach- und Führungskräfte, die uns unterstützen dabei, auch diesen Infrastrukturausbau und die Modernisierung auch hinsichtlich der Digitalisierung zu treiben. Und wir haben zwar, jetzt kann man viele Leute sagen, wir haben auch eine Krise, haben wir so gar nicht gespürt, weil auch unsere Arbeitsplätze perspektivisch auch sicher sind. Ich persönlich glaube ja, dass der Deutschen Bahn und der Bahn allgemein, also der starken Schiene, in Zukunft noch deutlich mehr Bedeutung zukommen wird. Ich meine, wir wissen alle um den Klimawandel und umso wichtiger ist es, dass wir hier gut aufgestellt sind. Und ich fände es natürlich richtig, richtig toll, wenn wir Frauen ganz von Anfang an die Mobilität von morgen aktiv mitgestalten würdet. Also, wenn du denkst, das könnte ein Match sein für dich, dann trau dich und bewirb dich. Und kleiner Tipp unter Frauen, tu es auch dann, wenn du nicht 100% aller Anforderungen erfüllst. Und falls du jemanden kennst, der unbedingt den nächsten Schritt auf der Karriereleiter erklimmen sollte, dann leite diesen Link doch einfach weiter und lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass die starke Schiene Wirklichkeit wird und die auch noch gleichzeitig möglichst weiblich.